Die Zeit ist aus dem Fugen geraten. Alle Jahreszeiten existieren gleichzeitig und Tag und Nacht haben keinen Rhythmus mehr. Als einer von vier Waldmystikern versucht ihr Ordnung ins Chaos zu bringen. Dafür bekommt jeder Spieler vier Sammel- und zwei Elementwürfel und würfelt diese zu Rundenbeginn. Erstere verwendet ihr, um die Kontrolle über Waldgebiete zu erlangen, dabei Ressourcen zu sammeln oder Kreaturen zu trainieren. Elementwürfel können gelegte Würfel umlegen, euch extra Ressourcen bringen oder Würfel des Gegners verbrennen. Allerdings helfen diese euch dann nicht bei der Gebietsauswertung, da sie als neutral zählen, sobald sie liegen. In der Stadt platzierte Würfel ermöglichen euch spezielle Aktionen, helfen euch aber nicht bei der Kontrolle über Wälder. In der Auswertungsphase bekommt jeder Spieler die Wälder, in denen er die Würfelmehrheit hat. Kreaturen bringen euch Vorteile beim Einsetzen der Würfel in einen Wald der richtigen Jahreszeit, ermöglichen euch neue Aktionen zum Würfel einsetzen oder besorgen euch Siegpunkte für die Endwertung. Außerdem könnt ihr Tränke brauen und trinken. Um eure Würfelergebnisse zu beeinflussen oder gelegte Würfel umzulegen und so Kontrolle über eure Gegner zu erlangen. Am Ende bekommt ihr Siegpunkte für Wälder, Kreaturen und Tränke in eurem Besitz und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Brew ist ein sehr taktisches Spiel. Im Mittelpunkt steht dabei immer die hohe Spielerinteraktion, da ihr ständig versuchen müsst, dem Gegner Plätze wegzunehmen und Kontrolle über Gebiete zu erlangen. Wer Spiele wie Burgen von Burgund oder Fantastic Factories mag und Wert auf eine sehr hohe Spielerinteraktion mit Ärgerfaktor legt, der ist hier genau richtig. Brew verschmilzt viele Spielgenres miteinander und sorgt mit taktischem Tiefgang in einem einzigartigen Design für einen hohen Wiederspielwert.